Ich freue mich, heute als Vortragenden Herrn Professor Max Camenzind Ihnen vorstellen zu können. Max Camenzinds Hauptarbeitsgebiet ist die Physik der Gravitation, also Einsteins ART und Varianten. Ein Thema, das gerade jetzt von ganz besonderer Aktualität ist, denn Sie wissen, in den letzten Wochen wurden zum ersten Mal Gravitationswellen von verschmelzenden Neutronensternen entdeckt. Aus dem Grunde wird das auch eine Rolle spielen bei diesem Vortrag heute. Kurz zu Camenzinds Vita. Die literarisch Interessierten unter uns wird der Name Camenzind vielleicht an eine Novelle von Hermann Hesse erinnern, die in einem kleinen Ort in der Schweiz, Gersau, am Vierwaldstätter See spielt und in der laut Hesse fast alle Einwohner den gleichen Nachnamen hatten, nämlich Camenzind. Tatsächlich stammen Max Camenzinds Vorfahren, wie er mir einst versicherte, ebenfalls aus Gersau am Vierwaldstätter See. Er selbst ist aber dort nicht geboren, sondern ein Stückchen weiter westlich in Luzern am Vierwaldstätter See. Er ist in Luzern auch in die Schule gegangen, hat dann Physik in Bern studiert und hat dort 1973 mit einer Arbeit über Eichtheorien der Gravitation promoviert. Hat dann noch ein Weilchen weiter in Bern gearbeitet, dann aber 1975, 1978 am Institut für Theoretische Physik in Hamburg, weiter auf dem Gebiet der Gravitation. 1978 und 1985 war er wieder zurück in seine Heimat, in der Schweiz, dieses Mal allerdings in Zürich, wo Norbert Straumann bekanntermaßen damals die Relativitätstheorie und Einsteins Vermächtnis sozusagen wieder aufgegriffen hat. 1985 war er dann einige Zeit am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Dort wurden wir auf ihn aufmerksam und haben ihn eingeladen, nach Heidelberg zu kommen. Das hat er dann getan, 1986. Und dann war er bis 2009 hier in Heidelberg. Der Grund, weshalb wir ihn nach Heidelberg eingeladen haben, war, dass wir damals von der astronomischen Beobachtung her Objekte untersuchten, deren großer Energiebedarf durch schwarze Löcher gedeckt wurde. Schwarze Löcher sind bekanntlich die effizientesten Kraftwerke, die wir kennen und die wir uns vorstellen können, effektiv. Und wir brauchten jemanden, der uns erklären konnte, was wir da beobachteten. Max Camenzind hat das in exzellenter Weise getan. Er hat aber viel mehr getan hier in Heidelberg. Er hat eine sehr aktive Theoriegruppe an der Landessternwarte gegründet, die sich hauptsächlich dann mit der numerischen Modellierung relativistischer Prozesse beschäftigte. Er hat hier habilitiert, hat schöne Vorlesungen gehalten in Heidelberg und Darmstadt, hat Diplomanten, Doktoranden ausgebildet und er hat eine Reihe von schönen Büchern geschrieben, Lehrbücher, Monographien, darunter auch populäre Bücher. Und eines dieser Bücher geht über die Compact Objects in Astrophysics, ein Standardwerk in diesem Gebiet heute. Es erschien 2007 bei Springer. Und warum gerade diese Objekte so faszinierend sind, das wird er Ihnen jetzt selbst erzählen. Ja, vielen Dank, Herr Abendzeller, für die Einführung und auch für die Einladung, dass ich hier sprechen kann zu diesem Thema, das mich leider die letzten Wochen total überrollt hat. Herr Appenzeller hat also die Idee herangetragen, ich sollte noch einen Vortrag halten, das ist ungefähr ein Jahr her, glaube ich. Und da war noch nicht absehbar, dass LIGO zum Laufen kommt oder A-LIGO zum Laufen kommt. Ja. Deswegen werde ich nicht allzu viel über meine Vergangenheit sagen, sondern Sie erwarten wahrscheinlich, dass ich jetzt auch Stellung nehme zu diesen Merger-Ereignissen und auch zum Nobelpreis natürlich. Ja. Ich möchte aber an dieser Stelle auch Herrn Appenzeller ganz herzlich danken. Wie er ausgeführt hat, ist er schuld, dass ich in Heidelberg gelandet bin. Und er hat mir die Möglichkeit eröffnet, eben eine Gruppe aufzubauen,
in der ich also seit 86 dann Forschung gemacht habe und auch viele, viele junge Leute ausgebildet und infiltriert habe mit Einstein. Da bin ich eigentlich ganz stolz drauf, dass doch einige junge Leute auch in dieses Gebiet dann abgewandert sind. Und ich fand ja das Thema angebracht, denn ich habe letztes Jahr ein Buch hier bei Springer Verlag zu diesem Thema rausgebracht. Es ist kein Forschungsbuch, sondern es ist ein Buch, das so für Bachelor, Master geeignet ist. Denn es gibt mehr oder weniger nur eine Einführung und wie immer, wenn man ein Buch schreibt, wenn es geschrieben ist, ist es schon veraltet. Und das ist natürlich genau dieses letzte Kapitel, worüber ich dann heute spreche, am Schluss steht da halt nicht mehr drin, ja, weil es die Daten noch nicht gab. Gut, ja, ich hoffe, das funktioniert. Nur kurz zur Vita. Herr Abendzeller hat ja die einzelnen Schritte schon skizziert und ich bin eigentlich etwas infiltriert worden für die Astronomie kurz zwei Jahre vor der Matura, vor dem Abitur, durch dieses berühmte Buch von Fred Hoyle. Das hat mir ein Freund geschenkt damals, Englisch, konnte eigentlich gar nicht gut Englisch, habe ein bisschen Englisch gelernt mit dem Buch. Und meine Lehrer haben dann festgestellt, das ist nicht die richtige Lektüre für einen Gymnasiasten. Aber es hat mich schon inspiriert. Allerdings, die Steady State hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Aber dadurch bin ich wahrscheinlich doch dann zur Astronomie gekommen und auch eben zu der Vorstellung, ich möchte mich also mit dem Universum später beschäftigen. Das ist der Hörsaal, in dem ich die Grundkenntnisse der Physik gelernt habe, der Hörsaal an der Uni Bern in der Siedlerstraße 5. Einige kennen den vielleicht von Ihnen. Und das sind die Daten, die Herr Abendzeller ja schon erwähnt hat, die will ich weiter nicht erwähnen. Nun, was will ich Ihnen heute ein bisschen erzählen? Erstens eben der erste Weg zur Gravitation. Was war so mein Weg in die Gravitation? Denn man muss ich vorstellen, dass also nach 1920 die Einstein-Theorie so ein bisschen versackt ist. Es gab keine nicht wesentlichen Experimente, Daten und so weiter. Und meine Physikausbildung fiel genau in die Jahre, wo die Eichtheorien gekommen sind. Und da war sozusagen die naheliegende Frage, ist Gravitation auch eine Eichtheorie? Ja? Ich werde nur kurz darüber sprechen. Das Problem ist bis heute nicht gelöst. Es wäre eine Lebensaufgabe gewesen, so habe ich es gesehen, aber eine völlig brotlose Kunst. Deswegen habe ich mich also den Anwendungen der Gravitation zugewandt, nämlich den Objekten, die als Testobjekte in Frage kommen. Das sind eben die drei weiße Zwerge, Neutronensterne und schwarze Löcher. Und inzwischen haben wir ja noch mehr Informationen gekriegt. Ich werde also auch die wichtigsten Sachen zu diesen Merger-Ereignissen hier diskutieren. Nur ganz kurz, was ist eigentlich Gravitation? Aristoteles hat eine Antwort gegeben, Newton hat eine Antwort gegeben und Einstein hat eine andere Antwort gegeben. Und wie ich gesagt habe, also so in den 70er Jahren ist also die Entwicklung der Eichtheorien in Gang gekommen, zunächst mal in den 60er Jahren die Eichtheorie der schwachen Wechselwirkung und dann Anfang der 70er Jahre, insbesondere auch von einem der Professoren an dem Institut in Bern eben, Heinrich Leutwiler, der ja Mitbegründer war der sogenannten Quantenchromodynamik, also der starken Wechselwirkungstheorie, die eine Young-Mills-Theorie ist. Und das hat mich damals inspiriert, also über das Problem nachzudenken. Kann man die Gravitation ähnlich fassen? Das ist ein anderer Zugang, als eben Einstein gewählt hat. Insbesondere die Arbeit hier von Young und Mills über die SU2-Theorie, das ist eine klassische Arbeit, die hat mich sehr inspiriert. Und was ist eine Eichstruktur? Eichstruktur ist heute was Allgemeines, lernen die Studenten also schon früh. Es ist eine Zusatzstruktur zur Raumzeit. Wir haben die vierdimensionale Raumzeit
Und es gibt in dieser Raumzeit an jedem Punkt Fasern, das sind Vektorräume, kann man sagen. Und der Transport dieser Vektoren, das ist die geometrische Beschreibung der Wechselwirkung. Und das haben wir in der Gravitation auch, denn der Transport von Geschwindigkeitsvektoren, zum Beispiel in der Raumzeit oder affiner Zusammenhang genannt, beschreibt eben die Gravitation. In diesem Sinne ist das ein Übergang zu einer Eisstruktur und darüber habe ich also vor allem in meiner Doktorarbeit dann nachgedacht. Einstein hat, also die Leute, muss dazu sagen, Kollegen von mir haben immer den Kopf geschüttelt, warum stellst du überhaupt oder beschäftigst du dich mit diesem Thema? Einstein hat doch die Antwort gegeben. Wir brauchen doch gar nicht mehr nachzudenken darüber. Ja? War nicht sehr ermutigend, muss ich sagen. Heute ist die Community etwas affiner zu dieser Frage, insbesondere seit die Quantisierung der Gravitation gekommen ist. Und Einstein hat also eine Antwort gegeben 1915, das Universum ist eben vierdimensional, die Welt ist vierdimensional, wir müssen vierdimensional denken. Dann haben wir eine Krümmung in diesen vier Dimensionen und die ist durch die Materieverteilung im Universum gegeben. Das sind die Gleichungen, die berühmten Gleichungen, die dann für die Krümmung eben schließlich gefunden hat. Und darum geht es bei den kompakten Objekten. Kompakte Objekte sind also Objekte, wo ich nicht mehr mit Newton'scher Gravitation beschreiben kann, wenigstens nicht richtig beschreiben kann. Ich muss also die Einstein'sche Gravitation anwenden. Nun, die Zeit kam mir dann entgegen, denn in den 60er Jahren, das war sozusagen das goldene Jahrzehnt, wie ich finde, in der Astronomie, da sind also eine Menge Sachen und Objekte entdeckt worden. Das fing natürlich bei den weißen Zwergen schon früher an. Da ist Chandrasekhar 30er Jahre dabei. In den 60er Jahren zum Beispiel ist die Herleitung der allgemeinen Lösung für ein rotierendes schwarzes Loch von Royker 1963. Die Postulate, dass diese schwarzen Löcher eben in Quasaren zum Beispiel die Maschine machen, also die Energie erklären. 1971 ist dann das erste stellare schwarze Loch gefunden worden, Cygnus X1. Und in den 60er Jahren hat auch John Wheeler für diese schwarzen Löcher den Begriff schwarzes Loch geprägt, also 1967. Vorher hat man immer irgendwie über dunkle Sterne oder irgendwas gesprochen. Und seitdem ist das wirklich das Schlagwort. Man spricht heute also nur noch von schwarzen Löchern. Im gleichen Jahrzehnt sind die Neutronensterne gefunden worden als Radiopulsare 1967, 68. Der Krebspulsar ist 1968 zum ersten Mal als Radiopulsar gesehen worden. Und das hat dann in den 70er Jahren also die Theoretiker elektrisiert, nämlich zu verstehen, wie diese Pulsarstrahlung herkommt. Und das war so der Einstieg bei mir in diese relativistische Astrophysik. Zum Beispiel die Frage, wie eben die Magnetosphäre von einem rotierenden Neutronenstern aussieht, wie Strahlung schließlich entsteht. Ein Problem, das bis heute nicht gelöst ist, nicht vollständig. Es ist immer noch ein relativ kompliziertes Problem. Nun, für den Schluss des Vortrages werden auch die Gamma-Ray-Bursts noch eine Rolle spielen. Auch die sind in den 60er Jahren gefunden worden, nämlich mit den WELA-Überwachungssatelliten. Und diese Bursts oder Gamma-Blitze, die spielen heute eine ganz wichtige Rolle, wie Sie wissen, bei diesen Neutronenstern-Mergern. Also das ist also in meiner Vita sozusagen zugute gekommen, dass diese Objekte alle entdeckt worden sind. Man war damals sehr skeptisch gegen die Interpretation der schwarzen Löcher, zum Beispiel bei Cygnus 1 oder auch der Frage, ob das galaktische Zentrum ein schwarzes Loch enthält.
ob Messier 87 ein schwarzes Loch enthält. Das war sehr umstritten in den 70er, 80er Jahren noch. Und die sind aber völlig rehabilitiert worden. Wir wissen heute, dass diese Löcher dort existieren. Ja, damit kommen wir also jetzt zu einer Übersicht über die kompakten Objekte. Und ich habe also dazu kürzlich auch ein Buch verfasst. Was ist ein kompaktes Objekt? Da gibt es unterschiedliche Definitionen auch im Internet zum Beispiel, die teilweise leider falsch sind. Wichtig ist die sogenannte Kompaktheit. Die Kompaktheit hat zu tun mit dem Schwarzschildradius zu einer Masse M. Das ist für eine Sonnenmasse ja 3 Kilometer, genauer 2,98. Geht linear mit der Masse, also je größer die Masse, umso größer ist dieser Schwarzschildradius. Und das Verhältnis vom effektiven Radius des Objektes zum Schwarzschildradius, das ist entscheidend. Also wenn Sie etwa gucken, wie groß ist die Sonne in Schwarzschildradien, dann ist der Radius 233.000 Mal größer. Das ist eben nicht kompakt. Kompakt bedeutet unter 50.000 Schwarzschildradien, das heißt die Sterne, normale Sterne, die fusionieren oder braune Zwerge oder Planeten und so weiter, die fallen da eben nicht unter diese Definition, sondern erst die weißen Zwerge, die von der Größe her noch etwa 2000 Schwarzschildradien haben. Entsprechend ist dann die Dichte natürlich sehr groß in diesen Objekten, nicht mehr 100 Gramm pro Kubikzentimeter wie in dem Zentrum der Sonne, sondern es geht dann bis zu Millionen von Gramm pro Kubikzentimeter bei weißen Zwergen. Neutronensterne sind noch kompakter. Typische Radien sind so 3 Schwarzschildradien nur. Das bedeutet, wenn Sie jetzt die mittlere Dichte ausrechnen für eine Sonnenmasse, kriegen Sie enorme Dichte, nämlich mindestens Kerndichte. In diesen Objekten haben Sie also x-fache Kerndichte, das geht hoch bis zu 8-fache Kerndichte. Und Sie können sich vorstellen, da ist selbst die Kernphysik heute etwas überfordert, genaue Kräfte auszurechnen bei diesen hohen Dichten. Ich werde später etwas dazu sagen, kurz. Schließlich das schwarze Loch ist dann das Objekt, das unter den Schwarzschildradius fällt. Also wenn es nicht rotiert, hat es genau den Schwarzschildradius als Horizont. Wenn es rotiert, ist in der Tat der Horizont sogar kleiner wie dieser Schwarzschildradius. Die Dichte im schwarzen Loch, und das wird häufig falsch geschrieben, die ist nicht etwa unendlich, sondern sie ist null. Denn das schwarze Loch ist eine Vakuumlösung und sie haben überhaupt keine Materie, die zur Lösung hier beiträgt. Ja, so viel zur Definition. Jetzt können Sie Inventar über die Milchstraße machen. Und wir wissen heute aus der Astronomie, dass wir ungefähr 300 Milliarden normale Sterne haben. Jeder hat wahrscheinlich noch ein Planetensystem, vielleicht nicht ganz alle, aber es ist eigentlich heute die gängige Meinung, dass wir auch noch mal so viele Planetensysteme haben. Das ist jetzt nicht das Thema des heutigen Vortrags. Wenn wir dann abschätzen aus der Sternentwicklung, wie viele Sterne schon weiße Zwerge gemacht haben, nämlich alle Sterne, die leichter sind wie 8 Sonnenmassen, machen am Ende weiße Zwerge, dann kommen wir ungefähr auf 10 Milliarden in der Milchstraße, ist also eine ganze Menge. Wir kennen heute sehr viele in Katalogen durch die Surveys, hat man auch eben weiße Zwerge gefunden, sind etliche Zehntausende heute in Katalogen vorhanden, aber von denen kennt man nicht unbedingt ihre Masse und den genauen Radius. Wenn wir die Supernova-Rate nehmen, bei der ja eben Neutronenstern entsteht, wenn die Masse des Sterns nicht allzu groß ist, dann kommt man etwa auf 100 Millionen Neutronensterne in der Milchstraße. Wir kennen heute knapp 3000 Radiopulsare
und knapp 1000 Neutronensterne, also Röntgenpulsare oder Röntgensterne, also minim, was wir eigentlich wissen über die Population der Neutronensterne in der Milchstraße. Von den anderen Galaxien gar nicht zu sprechen, denn Radiopulsare sind kaum detektierbar für externe Galaxien. Bei schwarzen Löchern ist man etwas unsicher, weil wenn man nicht genau weiß, ab welcher Masse eigentlich in der Supernova ein schwarzes Loch entsteht, aber konservative Annahme ist etwa 1 Million schwarze Löcher, stellare schwarze Löcher. Das Zentrum selber hat also noch ein sehr massereiches schwarzes Loch. Dann. Über diese spreche ich hier nicht, über die massenreichen. Was wissen wir über die Massen dieser kompakten Objekte? Ich werde einzelne noch etwas besser diskutieren nachher. Die weißen Zwerge, die können also nur so bis 1,4 Sonnenmassen stabil sein. Neutronensterne wahrscheinlich bis etwa 2,0 Sonnenmassen. Und dann kommen die stellaren schwarzen Löcher. Ursprünglich hat man gedacht bis etwa 100 Sonnenmassen. Das werden wir korrigieren nachher. Und dann kommt der Bereich, der im Augenblick immer noch unsicher ist, die sogenannten intermediären schwarzen Löcher, zum Beispiel in Kugelsternhaufen. Und dann die supermassereichen schwarzen Löcher ab etwa, sagen wir, 1 Million, 100.000 bis 1 Million Sonnenmassen, aufwärts bis zu 10 Milliarden Sonnenmassen. Das sind die großen Löcher in Zentren von Galaxien. Das ist eine kleine Übersicht. Ich nenne diese Objekte auch die Exoten der Milchstraße, im Unterschied zu normalen Sternen. Sie sind klein, weiße Zwerge, etwa von der Größe der Erde. Neutronensterne, so von der Größe einer Großstadt, also 20 Kilometer im Durchmesser. Und schwarze Löcher, je nach Masse natürlich. Wir haben gesehen, dass die Ausdehnung linear geht mit der Masse. Also sind das so 10 bis 150 Kilometer. Also das sind sehr kleine Objekte, die aber beträchtliche gravitative Masse enthalten. Wie gesagt, das ist diese Eigenwerbung, ja, die lasse ich jetzt weiter weg. Ich habe vor 10 Jahren schon ein erstes Lehrbuch geschrieben. Das ist allerdings ein Forschungsbuch, wo damals also auch zum Beispiel relativistische Magnetohydrodynamik und solche exotischen Dinge entwickelt worden sind. Dieses Buch hier, das eignet sich also besser, um in das Gebiet zu kommen. Ja, kurz ein paar Worte zu weißen Zwergen. Ich möchte nicht zu viel verlieren darüber. Wir haben gesehen, ungefähr gleich groß wie die Erde. Sie haben aber die Masse einer Sonne. Die mittlere Masse ist in der Tat nur etwa 0,6 Sonnenmassen. Das sind heute sehr gute statistische Aussagen, die wir haben. Die Oberflächentemperaturen sind verschieden. Die werden sehr heiß geboren, bei 100.000 bis 200.000 Grad an der Oberfläche und kühlen dann einfach im Laufe der Entwicklung des Universums bis zu minimal etwa 3.000 oder 3.500 Grad. Also es gibt in der Milchstraße keine weißen Zwerge, die kühler sind. Erst wenn das Universum sich weiterentwickelt, werden sie weiter kühlen und noch kühler werden. Also die haben nur noch innere Energie und diese innere Energie wird abgestrahlt, aber nicht direkt. Also ein typischer weißer Zwerg besteht aus Kohlenstoff-Sauerstoff-Material, das nach der Heliumfusion entstanden ist. Unsere Sonne wird das auch machen, die wird ein Kohlenstoff-Sauerstoff-Material Kern am Schluss haben, umgeben von einer Heliumhülle. Und diese Heliumhülle, die wirkt wie ein Isolator, sonst würde dieser Kern also direkt auskühlen, kann er dadurch nicht. Und üblicherweise dann noch eine Wasserstoffatmosphäre drüber, die man sehr schön sieht in Spektren. Ich habe jetzt absichtlich keine Spektren hier, denn das würde dann zu weit führen. Also dieser Aufbau ist für den Standard weißen Zwerg heute gesichert. Eine wichtige Sache hat Chandrasekhar ja damals, also das muss ich vielleicht sagen, die weißen Zwerge sind sehr alt, die hat man vor 150 Jahren schon gefunden. Einer der ersten weißen Zwerge ist der Begleiter von Sirius, Sirius B. Sirius B ist relativ heiß, ist ein junger weißer Zwerg,
hat eine Oberflächentemperatur von 25.000 Grad, aber ist mit bloßem Auge nicht sichtbar, da die Oberfläche einfach zu klein ist. Also ist neben Sirius nur mit Teleskopen festzustellen. Und deswegen hat man sich damals, also vor über 100 Jahren, schon die Frage gestellt, wie kann das sein, dass ein solches Objekt so heiß ist, aber doch so klein. Das kann kein normaler Stern sein. Ein normaler Stern schafft das nicht. Und erst 1926, nach der Erfindung der Fermi-Statistik, hat eben Fowler dann ausgerechnet, dass der Druck im Innern der weißen Zwerge durch den Quantendruck der Elektronen eben erzeugt wird. Etwas, was wir heute ja den Studenten immer schön beibringen. Das führt dazu, und das hat Fowler falsch gemacht, er hat nicht bedacht, dass die Elektronen irgendwann durch diesen Druck sich relativistisch bewegen müssen und dass dann der Stern instabil wird. Und das hat Chandrasekhar zum ersten Mal eben ausgerechnet. Er hat gezeigt, dass eben eine kritische obere Masse existiert, die sogenannte Chandrasekhar-Masse, die heute fundamentales Konzept ist in der Astrophysik. Die kann man ungefähr ausdrücken durch die Planck-Masse hoch 3, dividiert durch die Protonmasse im Quadrat, das ist etwa 1,4 Sonnenmassen. Genaue Faktoren dazu hat Chandrasekhar damals ausgerechnet. Die Planck-Masse ist bekannt ja als 10 hoch 19 Protonen. Und dieses Konzept war nicht sehr beliebt, insbesondere nicht beim Papst der damaligen Astrophysik. Das war nämlich der Herr Eddington in Cambridge. Und 1935 hat Chandrasekhar also einen Vortrag gehalten in Cambridge zu dem Thema, was eigentlich passiert, wenn ein weißer Zwerg noch mehr Material kriegt. Und er hat dann eben gesagt, da muss er kollabieren und dann muss er ein schwarzes Loch bilden. Ja, Eddington fand das absurd. Es steht im Original eine absurde Theorie. Und das hat leider dazu geführt, dass die ganze Theorie über weiße Zwerge 30 Jahre lang fast verschwunden ist und erst in den 60er Jahren wieder aufgenommen worden ist. Und heute verstehen wir das natürlich genau. Man muss eben, da der weiße Zwerg ein relativistisches Objekt ist, muss man die Struktur des weißen Zwergs schon mit der sogenannten Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Gleichung hochrechnen. Das ist also die relativistische Verallgemeinerung des hydrostatischen Gleichgewichts. Und dann sehen Sie hier einen Massenplot als Funktion der Dichte in Gramm pro Kubikzentimeter. Chandrasekhar hat sehr viel mit Polytropen damals rumgemacht. Also bei kleinen Dichten ist das gut eine Polytrope und für hohe Dichten hat er denn diesen Grenzwert hierher geleitet. Und was Sie dann eben finden generell in dieser Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Gleichung ist ein Maximum in diesem Massenplot. Und die Theorie sagt Ihnen jetzt, also Sterne, die hier links von dieser Linie liegen, die sind stabil und die, die rechts sind, sind instabil. Also es gibt eine maximale Dichte hier bei gut 10 hoch 10 Gramm pro Kubikzentimeter, jetzt für ein Elektronengas, das ist also für ein normales Elektronengas gemacht, dann kriegen Sie also hier eine kritische Masse und das ist der wahre Wert der Chandrasekhar-Grenzmasse. Damals war es noch schwierig, Objekte zu finden, wo man auch die Radien kennt. Die Massen konnte man natürlich sehr gut aus Doppelsternsystemen bestimmen, das ist eine klassische Aufgabe des Astronomen. Inzwischen hat man also perfekte Messungen für die vier nächsten weißen Zwerge aus unserer Umgebung. Hier ist die Masse bestimmt aus Doppelsternsystemmessungen. Hier ist Sirius B. Sirius B hat tatsächlich eine Masse ziemlich genau von einer Sonnenmasse. Und hier haben Sie die Lösung von der Tolman-Oppenheimer-Gleichung sozusagen für kalte weiße Zwerge. Wenn Sie jetzt noch eine heiße Atmosphäre haben, also eine heiße
Wasserstoffatmosphäre, dann bläht die sich natürlich auf. Entsprechend wird der Radius etwas größer. Und das sind diese Linien. Sie sehen hier, dass die blaue Linie ist für Sirius gemacht von 25.000 Grad, was man mit Hubble sehr schön nochmal beobachtet hat. Da sehen Sie also, dass dieser Punkt perfekt mit der Theorie übereinstimmt. Hier sind zwei weitere alte weiße Zwerge, nämlich Eridanus B, 40 Eridani B und Procyon B, ebenfalls im Doppelsternsystem. Und die passen, die sind kühler, die haben nur etwa 7000 Grad, also da findet keine große Aufblähung mehr statt und das passt also wunderbar. Das neueste Objekt, das mit dem Hubble beobachtet ist, wäre auch ein schöner Beitrag, den ich hier liefern könnte. Das ist ein weißer Zwerg, auch in der Nachbarschaft, der am Himmel sich schnell bewegt. Da hat eine große Eigenbewegung und läuft dann über Hintergrundsterne. Und damit werden die Hintergrundsterne gelinst. Also man kriegt eine sogenannte Mikrolinse. Und mit dieser Mikrolinse hat die Beobachtung von Hubble, das ist in dieser Arbeit hier beschrieben von Sahu, die Masse und das Masse-Radius-Verhältnis genau herleiten können, das eben vorkommt in dieser Mikrolinsentheorie. Das ist eine ganz neue Anwendung, die ungefähr ein Jahr alt ist und das ist die erste Mikrolinse, wo man die Geometrie der Mikrolinse gesehen hat und nicht nur die Lichtkurve. Normalerweise haben sie im Mikrolinseneffekt nur eine Lichtkurve, aber hier ist durch die Auflösung vom Hubble-Teleskop ist es gelungen, die Wanderung des Sterns gegenüber diesem weißen Zwerg genau zu vermessen. Und es stimmt perfekt, also es passt alles. Eine weitere Bestätigung für Einstein, denn der Mikrolinseneffekt folgt auch aus der Einstein-Theorie. Also passt alles bestens. Gut, wir können also zusammenfassen. Wie ich sagte, der typische weiße Zwerg hat ein Inneres, das wir heute kennen. Es ist der Quantendruck der Elektronen, der häufig als ein Datumsdruck, ich finde das Wort nicht so schön, deswegen vermeide ich es hier, bezeichnet wird. Ja. Und auch die Kühlung, über die ich jetzt nicht weiter gesprochen habe, das versteht man auch einigermaßen. Also man kann sagen, die weißen Zwerge im Großen und Ganzen sind heute verstanden. Und wenn Sie mit Elektronen, die ja Fermionen sind, einen Druck aufbauen können, dann können Sie das auch mit Neutronen. Da haben viele Leute in den 30er Jahren schon spekuliert drüber, Landau zum Beispiel, und dann postuliert, es könnte ja auch eben Neutronensterne geben. In der Tat haben wir heute solche Sterne. Die haben einen wesentlichen kompakten Aufbau. Da ist die Materie, es ist eigentlich ein großer atomarer Nukleus hier, das ganze Zentrum. Es ist eine Neutronenflüssigkeit. Typische Masse ist so bei 1,5 Sonnenmassen, 1,4 bis 1,5 Sonnenmassen. Und abgeschirmt haben wir jetzt hier nicht eine Heliumhülle, sondern das eine Kruste bestehend aus wesentlichen Eisenatomkernen und freien Elektronen. Der ganze Durchmesser ist etwa 20 Kilometer. Das hängt nun davon ab, wie genau also diese Kernkräfte hier im Innern wirken. Und heute, das kam ja auch erst damals an 70er Jahren in Fluss, muss man natürlich davon ausgehen, dass die Neutronen eben keine Punktteilchen sind, sondern die Neutronen sind also zusammengesetzte Teilchen. Das heißt, die Neutronenflüssigkeit besteht also aus kleinen Objekten, die etwa einen Fermi-Durchmesser haben. Und das ist eine Flüssigkeit, das heißt, die Neutronen können sich gegenseitig verschieben. Sie können sich vorstellen, wenn Sie das Ding jetzt zusammendrücken, dann wird es immer komplizierter. Ja? Dann überlappen sich die Neutronen. Wenn Sie schließlich genügend zusammendrücken, dann kriegen Sie ein Quarkluon und Plasma am Schluss. Ja. Wo diese Dichte genau liegt, diese kritische Dichte, darüber streiten sich die Experten, die Physiker nach wie vor. Ja. Ich sage immer so ungefähr bei vierfacher Kerndichte oder fünffacher Kerndichte. Und
postuliert sind es in den 30er Jahren. Es gab auch eine Idee von Zwicky und Bade damals, wie die eigentlich entstehen sollten. Die Idee war, sie sollen in Supernovae auftreten als Endprodukt der Supernova-Entwicklung. Und in der Tat ist dieser Zusammenhang also dann 68 gefunden worden, den man im Zentrum des Krebsnebels, Sie haben hier eine wunderschöne Aufnahme vom Hubble-Teleskop mit dem Krebsnebel, die blaue Strahlung ist Synchrotronstrahlung, die rötliche Strahlung ist atomare Strahlung von Filamenten, Sie haben also so ein Filament, ein normales Gas, was das Ganze umgibt, und hier sitzt im Zentrum ein Pulsar, der mit einer Periode von 33 Millisekunden also Pulse abgibt. Das ist eigentlich kein Pulsar, sondern ein Rotator. Der Name ist ja eigentlich falsch, aber okay, die heißt jetzt heute Pulsar. Also dieser Zusammenhang ist in der Tat also mit diesem Objekt dann gefunden worden. Der jüngste Neutronenstern, das Datum kennt man hier auch aus chinesischen Aufzeichnungen. Die Supernova ist 1054 losgegangen. Ja. Der jüngste Neutronenstern sitzt in diesem Supernova-Überrest, das ist Cassiopeia A, die hinter Dunkelwolken verborgen ist. Deswegen haben wir die eigentliche Supernova im Optischen gar nicht so richtig gesehen. Aber sie dürfte so um 1680 losgegangen sein. Und mit Röntgenteleskopen ist es in der Tat gelungen, also hier den Neutronenstern zu finden. Das ist jetzt kein Pulsar, sondern das ist ein thermischer Neutronenstern, der so knapp 1 Million Grad an der Oberfläche noch hat. Und wenn man weiß, wie alt er ist, also 300 Jahre, dann muss die Temperatur in der Oberfläche also in 300 Jahren auf 1 Million abkühlen. Diese Objekte kühlen tatsächlich nicht über die Oberfläche in jungen Jahren, sondern über die Neutrinos aus dem Innern. Die Neutrinokühlung ist hier wichtig und das ist ein wichtiges Objekt jetzt, das für die Tests der Kühlungskurven für Neutronensterne eben dient. Das Innere ist generell, das möchte ich nur kurz erwähnen, ist generell nach wie vor unter großer Debatte. Man braucht eine Zustandsgleichung, also ich muss wissen, wie groß ist der Druck dieser Neutronen als Funktion der Dichte, hier der Baryonendichte. N0 ist die Kerndichte, das ist 0,16 pro Kubikfermi. Und so die neuesten Theorien, die eben aus effektiven Quantenchromodynamikrechnungen kommen, die zeigen, dass also der effektive Druck etwas geringer ist, wie er aus einer Neutronenflüssigkeit kommen würde. Und das ist ganz wichtig, denn das beschränkt die obere Masse. Der Neutronenstern wird etwas, der innere Zustand wird etwas weicher, dadurch kann ich den zusammendrücken und kriege also nicht unbedingt einen großen Radius. Und das führt wieder zu einem Masse-Dichte-Plot hier jetzt für Neutronensterne aufgrund dieser Zustandsgleichung. Hier haben wir also vierfache Kerndichte. Sie sehen hier bei 1,4 Sonnenmassen haben wir also typisch etwa vierfache Kerndichte. Und das ist schon ein Problem, jetzt wirklich die Kernkräfte da auszurichten bei vierfacher Kerndichte. Wenn Sie jetzt höhere Massen haben, erhalten Sie also höhere Zentraldichten. Sie kriegen auch hier wieder ein Maximum, die Masse geht da wieder runter, also das ist der Instabilitätspunkt hier oder der Punkt, der eben die maximale Masse bestimmt, und da kriegen Sie ungefähr 2 bis 2,2 Sonnenmassen. Das ist allgemein nicht akzeptiert. Es gibt Leute, die wollen durchaus Neutronensterne bis 2,5 oder 2,8 Sonnenmassen haben. Man kann Zustandsgleichungen konstruieren, die sowas ergeben. Das heißt, dann im Masse-Radius-Verhältnis bekommen Sie wiederum so ein inverses Verhalten. Also je größer die Masse, umso kompakter. Das haben wir ja bei weißen Zwergen auch gesehen, je größer die Masse, umso kompakter wird. Das ist hier auch der Fall. Das Interessante ist, man kriegt in einem großen Massenbereich, also praktisch einen konstanten Radius, der sollte also so zwischen 11 und 12 Kilometer liegen. Und das ist in der Tat ungefähr das, was man
aus Beobachtungen erschließen kann. Leider sind die Beobachtungen für Neutronensterne viel schwieriger, kann also nicht so leicht jetzt Massen entweder aus Doppelsternen gewinnen, mit Radiopulsaren und Radien eben mit anderen Methoden, typischerweise photometrisch oder spektroskopisch. Die Neutronensterne geben uns auch nicht die Möglichkeit, eine kavitative Rotverschiebung von der Oberfläche zu beobachten. Dann könnte man das Masse-Radius-Verhältnis sehr schön ablesen. Aber das ist nur bei einem Beispiel gelungen, bisher bei keinem anderen. Also von daher gibt es noch eine große Unsicherheit. Die Massen kennt man ganz gut. Da hilft uns wieder Einstein. Das wird über Radiopulsare gemacht, die in Doppelsternen leben, typischerweise mit einem zweiten Neutronenstern zusammen. Wir haben ungefähr 10 solche Systeme mit Neutronensternen heute. Und Sie sehen hier, einige sind sehr, sehr genau bestimmt. Die liegen also so im Bereich von 1,1 Sonnenmassen bis etwa 1,6 Sonnenmassen. Und der Mittelwert ist so bei 1,4 Sonnenmassen. Über diese Methoden will ich nicht sprechen, das würde also zu weit führen. Wie kann man über Radiovermessungen der Pulsaremission, über relativistische Effekte eben die Massen bestimmen? Das ist eine ganz hervorragende Anwendung der Einstein-Theorie in diesem Bereich. Es gibt auch viele Systeme, die also weiße Zwerge als Partner haben, nämlich viel mehr. Ich glaube, es sind inzwischen etwa 60, 70 Doppelsterne bekannt mit einem Pulsar und einem weißen Zwerg in einem Doppelsternsystem. Da sind die Massenfehler hier etwas größer und die Massen sind auch etwas größer. Man sieht, es geht so Richtung zwei Sonnenmassen, aber zwei Sonnenmassen ist sozusagen die Obergrenze, die man gefunden hat experimentell bisher. Ja, damit haben wir also Neutronensterne, die kommen vor allem in zwei, also astronomisch in zwei Typen von Objekten vor. Das eine ist als Pulsar, das sind isolierte Neutronensterne. Da darf kein Plasma drauf fallen von außen, sonst wird dieser Mechanismus absterben. Und das zweite sind Röntgensterne, die leben typischerweise mit einem normalen Stern, der dann Material überträgt auf Akkretionsscheiben. Auch das war in meiner Forschertätigkeit ein wichtiges Gebiet. Könnte ich jetzt viel darüber erzählen, wie sind Akkretionsscheiben aufgebaut, welche Emissionen machen sie und so weiter. Ja. Also auch da kann man sagen, wir kennen sie ungefähr. Die große Frage, die fürs Folgende eine Rolle spielt, ist eben, wo liegt genau die Obergrenze dieser Masse? Ist sie bei 2 oder ist sie bei 2,5 oder eventuell noch höher? Wo liegen die Radien? Ich tendiere zu Radien zwischen 11 und 12 Kilometer. Ist auch durch die Beobachtung photometrisch bewiesen. Viele Autoren wollen also größere Neutronensterne, die 14 bis 15 Kilometer Radien dann haben. Ja, schließlich die schwarzen Löcher. Interessanterweise sind das die einfachsten Objekte. Sie brauchen nämlich keine Materie. Können alles vergessen über Quantenchromodynamik und so weiter. Es ist nur Vakuum. Ein schwarzes Loch ist nur Vakuum. Aber eine Lösung der Einstein-Gleichung, also eine Art Solitonlösung sozusagen. Ein schwarzes Loch emittiert nicht mehr. Es ist eben schwarz, die Oberfläche, ja. Es ist ein Horizont, da kommt nichts raus. Keine Teilchen. Wie kann man sie beobachten? Man kann sie nur beobachten, wenn sie in Doppelsternen leben. Sie müssen Materie ansaugen und diese Materie strahlt dann meistens im Röntgenbereich oder erzeugt auch diese berühmten Jets, was ein anderes Arbeitsgebiet von mir war, eben wie werden diese Jets erzeugt, wie kann man das simulieren und so weiter. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Doppelsternsystem haben aus zwei schwarzen Löchern, können Sie astronomisch, elektromagnetisch gar nichts sehen. Sie sehen die elektromagnetisch nicht,
Sie können sie nur in Gravitationswellen sehen. Ja. Und das ist der große Fortschritt sozusagen. Nur ganz kurz, also für die Experten, ein schwarzes Loch ist also ein vierdimensionales Gebilde. Es ist eine sogenannte Nullröhre im Raumzeitdiagramm. Das muss auch nicht stationär sein. Ein schwarzes Loch, wenn es neu gebildet ist, ist auch nicht stationär, sondern es schwingt. Das heißt, diese Nullröhre, die kann sich auch noch bewegen. Nullröhre heißt, die Lichtkegel hier am Rande, die zeigen immer nach innen. Also es kann nichts mehr eben rauskommen. Weder normale Teilchen noch eben Neutrinos oder Photonen. Das ist das Wesentliche. Und asymptotisch gesehen haben wir dann Minkowski-Raum, also weit weg sind die Lichtkegel wieder normal. Die sind also normal gerichtet wie in der speziellen Relativitätstheorie. Wer hat sie erfunden? Die Ricola-Frage sozusagen. Schwarzschild bereits kurz nachdem Einstein die Theorie publiziert hat. Einstein war sehr überrascht, dass jemand eine Lösung findet. Und Schwarzschild hat eben die berühmte sphärisch-symmetrische Lösung 1916 bereits gefunden. Und wenn man die also weiter behandelt, beschreibt sie eben auch ein nicht rotierendes schwarzes Loch, also ein statisches schwarzes Loch. Und es hat dann fast 50 Jahre gedauert, bis die entsprechende Lösung gefunden worden ist für ein rotierendes schwarzes Loch. Denn alle Körper, alle Sterne rotieren, also erwartet man, dass auch das finale schwarze Loch rotieren wird. Also braucht man eine Lösung, das ist die berühmte Kerr-Lösung, die 1963 gefunden worden ist. Und Roy Kerr hat 2013 hier die Einstein-Medaille von der Universität bekommen. Da hieß es also, ein Kiwi Scientist wins Einstein Medal. Ja, woher kommt der Name? Er kommt von diesem Herrn hier, das ist John Archibald Wheeler. Er hat eben gefunden, ganz allgemein, dass ein solches schwarzes Loch völlig charakterisiert ist durch drei Zahlen. Das eine ist die Masse, das andere ist der Drehimpuls und das dritte wäre noch die Ladung, aber Ladungen spielen bei uns für astronomische Körper keine Rolle. Also nur durch zwei Zahlen, nämlich Masse und Drehimpuls. Das A ist üblicherweise ein spezifischer Drehimpuls in dimensionslosen Einheit, läuft also zwischen 0 und 1. Das heißt, die Aufgabe des Astronomen besteht darin, seine Masse zu messen, Doppelsternsystem. Typische Massenmessung, und den Spin zu messen. Das ist leider sehr kompliziert, ist aber auch gelungen in den letzten Jahren. Ja. Und, die John Archibald Wheeler hat dann das sogenannte Glatzentheorem erfunden, das heißt eben, dieser Aussage, ein schwarzes Loch ist allein durch zwei Parameter bestimmt. Also können wir die Masse auftragen hier in Sonnenmassen und hier diesen Kerr-Parameter A, dimensionslos, der von minus 1, das habe ich jetzt weggelassen, bis plus 1 geht. Also das wären korrotierende schwarze Löcher. Und da sehen wir also, Neutronensterne sind eben so bei 1,4 Sonnenmassen. Eingelagert. Sie können nicht ganz maximal rotieren, da sie noch eine gewisse Ausdehnung haben. Und dann kommen die stellaren Löcher und dann wissen wir hier, so ab 40 Sonnenmassen gibt es wahrscheinlich eine Lücke. Da können keine schwarzen Löcher mehr entstehen und schließlich ab etwa 100.000 kommen dann die schwarzen Löcher, die wir in galaktischen Zentren haben. Dazu gibt es also Spekulationen über Bildung von schwarzen Löchern, Population 3 Sternen, also im frühen Universum und so weiter. Dieser Plot ist sozusagen, den habe ich früher mal entwickelt und er hat sich also als einigermaßen richtig erwiesen. Und wir wissen eben, schwarze Löcher, stellare Löcher können wir dann in Röntgenstrahlung sehen. Das hier ist Cygnus X1 mit Chandra beobachtet. Dann sehen Sie also, jeder Punkt ist ein Röntgenphoton hier drauf. Und zu diesem Objekt gibt es über 1000 Publikationen in der Zwischenzeit. Also das ist also das Standardobjekt. Es gibt allerdings bessere
Kandidaten heute, die Masse ist ungefähr das Zehnfache Sonnenmasse, da ist immer ein gewisser Fehler dabei, aber eindeutig oberhalb der Masse von Neutronensternen. Ja, kommen wir jetzt zur Aktualität. Das sind kompakte Objekte, die jetzt im Doppelsternsystem leben, dann wird es interessant. Dann strahlen diese Objekte Gravitationswellen ab. Das hat Einstein 1916, 1918 bereits publiziert. Durch diese Abstrahlung kommen sich diese Objekte, zum Beispiel zwei schwarze Löcher, wie hier, die jetzt Spin haben in dieser Richtung, Spin in dieser Richtung. Irgendwann kommen die sich nahe. Durch Abstrahlung der Gravitationswellen verlieren sie Energie, das ist ein Energieverlust. Die Bahnen werden enger und nach einer endlichen Zeit mergen sie oder verschmelzen zusammen. Und das ist in diesem Fall also nur über Gravitationswellen zu sehen. Man kann auch ungefähr abschätzen, wie groß die Amplitude von so einer Gravitationswelle ist. Die Amplitude nennt man üblicherweise klein h in der Literatur. Und das ist so eine Textbuchformel. Daran kann man sehr schön abschätzen, warum diese Amplituden so verdammt klein sind. Nämlich kleiner wie 10 hoch minus 21. Die Amplitude ist eine dimensionslose Zahl, denn die Amplitude bedeutet eine Längenänderung auf einer Referenzlänge. Also es ist ein Delta L durch L. Damit ist eben die Amplitude dimensionslos. Und man sieht, dass da zwei Faktoren die Amplitude bestimmen, nämlich einerseits der Schwarzschildradius der ersten Masse dividiert durch den Abstand des Systems von uns. Ja. Und das ist leider eine unwahrscheinlich kleine Zahl, denn um einen solchen Merger zu sehen, müssen Sie sehr viele Galaxien ansehen. Das heißt, Sie müssen mindestens ein Volumen angucken, das 100 Megaparsec im Radius hat. Und damit ist diese Größe hier 10 hoch minus 20. Und das ist der eigentliche Grund, warum diese Amplituden so schwach sind. Ja. Wenn man jetzt also Detektoren hätte, die zum Beispiel im Herzbereich wie LIGO diese Wellen messen können, und ein Detektor hätte im Millihertz-Bereich, wo die beiden schwarzen Löcher noch einigermaßen auseinander sind, nämlich so Bahnperioden im Bereich von Minuten haben, dann könnte man sehr schön sehen, wie diese Objekte also aus diesem Detektorbereich in diesen Reihen wandern hier. Das hier ist dieses erste Gravitationswellenereignis mit LIGO gemessen. Da können Sie also sehen, wie sich das hier, sagen wir, ein Jahr aufhält und dann langsam immer schneller rübergeht und schließlich in einer Sekunde ist es zusammengefallen. Also das letzte Zusammenfallen dauert dann nur eine Sekunde. Also die Frage ist, wie kann man sowas messen? Und das kennen Sie ja wahrscheinlich, dass das Prinzip des Laserinterferometers, das eben Rainer Weiss in den 70er Jahren bereits entwickelt hat. Er hat hier sich vorgestellt, wir haben ein Michelson-Interferometer, das etwas komplizierter aufgebaut ist mit zwei Fabry-Perot-Kavitäten. Das heißt, hier abgeschlossen durch einen Spiegel, hier abgeschlossen durch einen durchlässigen Spiegel und ebenfalls hier. Wenn jetzt die Gravitationswelle ankommt, dann verschiebt sie leicht diese Abstände und wir können dann über Interferenz das Signal eben messen. Nun haben Sie hier maximal möglich 4 Kilometer als Armlänge von einem Interferenz. Sie können, wenn Sie ausrechnen, bei 100 Hertz ist die Wellenlänge, das ist eine Vakuumwelle, die Gravitationswelle, die Wellenlänge ist 3000 Kilometer. Das heißt, wenn Sie 3000 Kilometer messen, mit 4 Kilometer ist das schlecht. Sie müssen also einen Laser hin und her laufen lassen. Und in der Tat läuft er hier über 250 Mal hin und her, 270 Mal. Das gibt eine effektive Armlänge von 1120 Kilometer. Das ist schon in der Nähe von diesen 3000 Kilometer. Damit ist es in der Tat möglich, also diese Längenänderungen dann
von dieser Kleinheit, die ich vorher gezeigt habe, zu messen. Das ist inzwischen also eine wesentlich komplizierte Aufgabe aufgebaut. Ich möchte aus Zeitgründen hier weiter nicht drüber sprechen. Man hat noch verschiedene Tricks angebracht, um die Intensität des Lasers hier zu verstärken. Im Augenblick läuft der Laser mit 25 Watt, er kann aber bis zu 150 Watt eigentlich Leistung erbringen, sodass man dann in der Kavität fast ein Megawatt haben. Können Sie sich vorstellen, das ist ein Physiker, also Megawatt als Laserleistung da drin, ist nicht so ganz einfach. Im nächsten Jahr versuchen die LIGO-Leute also eben diese Leistung hochzudrehen, um eben hier noch eine höhere Leistung zu kriegen. Das hier ist Hanford in Washington, da haben sie die beiden Arme, da drin sind Vakuumröhren und hier hinten ist ein Spiegel, der andere ist dann hier, entsprechend hier und dann hier hinten sind also diese 4 Kilometer, der Laser ist in diesem Gelände hier untergebracht. Das entsprechende ist in Louisiana, in Sümpf von Louisiana, ebenfalls 4 Kilometer Armlänge hier. Die Frage ist, warum 2? Na ganz klar, es gibt so viele Störquellen in diesem Bereich, dass Sie da nicht sicher sind, wenn Sie nur einen Detektor haben. Zweitens wollen Sie auch ungefähr die Richtung der Gravitationswelle herausholen. Da brauchen Sie mindestens 2, besser wären 3 oder 4 Detektoren, die das machen. In der Tat ist im August der 3. dazugekommen. Ab 1. August bis zum 25. August dieses Jahres hat auch der Virgo-Detektor in Pisa, der jetzt nur 3 Kilometer Arme hat, hier dazugekommen und die haben dann also in Koinzidenz eben gemessen. Und sie haben sehr viel Rauschen, wenn sie jetzt diese H-Amplitude hier, die Fourier-Transformierte, auftragen als Funktion der Frequenz, dann sind sie nach unten begrenzt durch das seismische Rauschen. Unterhalb von 10 Hertz ist es hier auf der Erde absolut unmöglich, das seismische Rauschen abzuschirmen. Also da kommen sie nicht runter und im hochfrequenten Bereich ist es dann das Quantenrauschen des Lasers. Das ist hier die beiden Kurven, also die 3 Kurven von den 3 Detektoren. Rot ist Hanford und blau ist Livingston. Die sind also ungefähr gleich gut in diesem hochfrequenten Bereich. Und das ist Virgo. Virgo ist leider noch nicht so empfindlich wie die beiden. Das hat zur Folge, dass das Signal also dann noch nicht so, Signal zu Rauschverhältnis noch nicht so gut ist bei diesem Detektor. Dieses Schema zeigt also diese Linien hier, das sind Resonanzen. Wir haben eine Menge Resonanzen in Aufhängungen der Spiegel und so weiter. Die kann man mit der Zeit ausdämpfen. Advanced LIGO hat das schon ganz gut hingekriegt. Und dieses Diagramm zeigt Ihnen eindeutig, unterhalb von 40 Hertz können Sie also keine Gravitationswelle messen. Das ist also der untere Grenzwert. Wenn Sie das jetzt ummünzen auf Doppelsternsysteme, dann heißt das eben, diese Systeme sind nur sozusagen im Endzustand zu beobachten. Also Sie können das Einspiralieren eben nicht sehen. Ja, und für diese Entwicklung haben diese 3 Herren also den Nobelpreis bekommen. Das hier ist Rainer Weiss vom MIT. Wie gesagt, er hat in den 70er Jahren in einem internen Memorandum des MIT diese ganze Technik theoretisch entwickelt und gezeigt, dass es vielleicht möglich ist, vielleicht, ja, damals. Das hier ist Barry Barish, der ja in Heidelberg schon vorgetragen hat, der in den 90er Jahren dazugekommen ist. Der erste Antrag für LIGO wurde 1989 an NSF gestellt und auch bewilligt. Und in den 90er Jahren, durch technologische Entwicklungen, ist das ganze Projekt ins Schlingern gekommen. Da brauchte man einen Mann, der also jetzt ein Großprojekt aufbaut und internationale Zusammenarbeit organisiert. Das war Barry Barish und den kennen Sie sicher alle. Das ist Kip Thorne, der Theoretiker, der also das Projekt auch begleitet hat
und immer wieder betont hat, es ist möglich, wir werden es schaffen. Ja, er war sehr überzeugt und das war sehr wichtig für das ganze Projekt, denn es gab natürlich auch Widerstände gegen das Projekt. Also das sind die drei Herren, die Hälfte kriegt Rainer Weiß und die kriegen je dann die andere Hälfte aufgeteilt. Und da steht auch im Laureat, also der Nobelpreis ist für die Entwicklung des LIGO-Observatoriums und insbesondere auch für diese aufregende Entdeckung des ersten Ereignisses. Und das zeigt, das erste Ereignis hier ist diese Amplitude in Einheiten von 10 hoch minus 21. Das ist das Einspiralieren der beiden schwarzen Löcher hier. Das ist dann das Zusammenfallen der beiden, da wird ein neues schwarzes Loch gebildet und dieses schwarze Loch ist noch etwas unsymmetrisch, rotiert aber sehr schnell und schüttelt sich und wird symmetrisch, achsensymmetrisch, wird ein Kerrloch. Das Kerrloch ist der Grundzustand, der wird also immer erreicht. Das ist diese berühmte GW, also Gravitationswellen-Event vom 2015 im September, am 14. September detektiert von beiden LIGO-Detektoren, also gleichzeitig mit entsprechender Verzögerung natürlich. Die Verzögerung war ein paar Millisekunden. Das Ganze können Sie sehr schön sehen, wenn Sie ein Spektrogramm machen. Das ist ja ein relativ einfaches Signal, ja, wenn Sie das mal haben als Daten. Dann können Sie ein Spektrogramm machen. Das hier ist jetzt für schwarze Löcher von 10 Sonnenmassen, also etwas niedrigere Massen. Dann kriegen Sie also eine Entwicklung, ein sehr schönes Signal in diesem ganzen Rauschen drin. Also hier haben Sie das ganze Rauschen von 2 Sekunden bis zu dem Punkt. Das ist das sogenannte Chirp-Signal oder Zwitschern, wie man das nennt. Die Praxis zeigt, das ist sehr viel schwieriger natürlich, das Signal verschwindet unter 30 Hertz im Rauschen, können Sie es nicht so richtig rausholen, aber den Chirp sieht man hier, das ist vom ersten Ereignis Hanford-Detektor, das ist der Livingston-Detektor. Also das zeigt nochmal eben diese Schwelle von 30 bis 40 Hertz. Die totale Masse war hier über 60 Sonnenmassen, das heißt, es waren relativ massereiche Objekte. Das ist das letzte Ereignis, das jetzt in Koinzidenz mit Virgo entdeckt worden ist, im August, nämlich am 14. August in diesem Jahr. Da haben Sie jetzt alle drei Detektoren, also Hanford, Livingston und Virgo. Und Sie sehen das, was ich vorhin diskutiert habe. Virgo ist eben noch nicht ganz so empfindlich, entsprechend ist das Rauschen hier einfach viel höher, aber mit gutem Willen kann man hier sozusagen das Signal sehen. Also die Farbe heißt immer Stärke, ja, in diesem Sinn. Unten haben Sie also das Signal zusammen auch mit dem Rauschen. Ja. Also es ist kein einfaches Unterfangen, eben diese Merger zu finden. Und als Resultat mit Advanced LIGO hat man jetzt 4 beziehungsweise 5, sagen wir 4,5, lassen wir mal die halbe weg, die ist statistisch nicht so signifikant, hat man 4 Ereignisse, hier ist aufgetragen die Masse der schwarzen Löcher und das ist die Endmasse dann. Das erste Ereignis hier hatte also wie gesagt relativ hohe Massen und hat dann eine Gesamtmasse von 62 Sonnenmassen erzeugt, auch die anderen beiden hier haben relativ hohe Massen, es gab aber eins hier im Dezember 2015, das eher Massen hatte im Bereich der Massen, die wir kennen aus den Röntgensystemen. Das sind die Massen der Röntgensysteme, die sind so zwischen 5 und 15 Sonnenmassen. Es ist eigentlich kein Röntgensystem gefunden worden, das eine Masse hat oberhalb. Nun, das Interessante hier in diesem Plot ist was ganz Interessantes, denn LIGO ist aufgrund dieser Frequenzabhängigkeit, die ich Ihnen gezeigt habe, empfindlich bis zu Massen von 100 Sonnenmassen.
Also wenn es Merger gegeben hätte im Universum, auch weiter draußen, noch weiter draußen, dann hätte Advanced LIGO die gesehen. Die hätten sie sehen müssen. Ja, sie haben aber keins gesehen. Das heißt, es gibt die wahrscheinlich nicht. Es gibt keine schwarzen Löcher über 40 Sonnenmassen. Und das deckt sich mit neueren Ideen zur Entwicklung der schwarzen Löcher in Supernovae. Diese Entwicklungen sagen, dass bei einer gewissen Ausgangsmasse, die durchaus 100 Sonnenmassen sein kann in Sternen, eben am Schluss das Ganze in die Luft fliegt, durch die sogenannte Paarinstabilität. Die Paarinstabilität tritt dann auf und das bedeutet wahrscheinlich, dass die Paarinstabilität, also die Sterne, die werden so heiß, dass sie spontan im Inneren dann Gamma-Gamma- und Elektron-Positron-Paare bilden und die erzeugen Druck und dann fliegt das Ganze einem um die Ohren und es bleibt nichts zurück. Ja. Und das scheint wahrscheinlich tatsächlich richtig zu sein, also das hier die Information. So, meine Zeit ist jetzt, glaube ich, rum, ja? Ja? Soll ich noch? okay, dann rede ich jetzt noch über die neueste Entwicklung, die mich also in den letzten zwei Wochen ziemlich auf Trab gehalten hat. Und das ist die Entwicklung, dass man zum ersten Mal das Zusammenfallen von zwei Neutronensternen gesehen hat. Das hat man nicht erwartet, dass Advanced LIGO mit der Empfindlichkeit tatsächlich ein solches Ereignis schon sehen kann, weil einfach pro Galaxie sowas sehr selten auftritt und LIGO noch nicht so weit raus gucken kann. Aber sie haben eins gefunden. Und das hat zu tun mit sogenannten Gamma-Burstern oder eben Gamma-Blitzen, die ja schon länger bekannt sind. Kurz gesagt, das Verschmelzen von zwei Neutronensternen ist zuerst in den Gravitationswellen sichtbar, dann als Gamma-Blitz und dann als Kilonova. Okay, was heißt das alles? Gamma-Blitze kennen Sie, also die haben man systematisch untersucht, wie gesagt, seit den 60er Jahren, also 70er Jahren. Das ist das Ergebnis vom sogenannten BATSI-Experiment auf dem Compton-Teleskop. Das sind in 9 Jahren 2704 Gamma-Blitze. Gamma-Blitze sind immer sehr kurzzeitig, ich werde gleich zeigen, wie lange sie dauern. Es gibt sogenannte lange, die über 2 Sekunden dauern und es gibt kurze, die unter 2 Sekunden dauern. Und damit hat man damals zum ersten Mal eben bewiesen, Gamma-Blitze sind isotrop am Himmel verteilt, können nichts mit der Milchstraße zu tun haben. Sie müssen von außerhalb kommen. Und das Interessante war, diese Detektoren waren praktisch 4π empfindlich, also im ganzen Universum. Die Gamma-Blitze sind sehr hell, das heißt, selbst wenn die bei Rotverschiebung 5 oder 6 entstanden sind, sehen wir sie noch, weil so viel Energie drin steckt. Und das Resultat war, BATSI hat ungefähr 3 Gamma-Bursts pro Tag gesehen. Das heißt, wir werden 3-mal pro Tag angeblitzt, hier, durch Gammastrahlung. Diesmal schwächer, mal heller natürlich, die kommen von überall her. Und davon ist ungefähr eine kurz, also unter 2 Sekunden. Das sind enorm kurze Gamma-Blitze. Die Theorie, die dann entwickelt wurde, Anfang der 90er Jahre, war frustrierend. Denn am Anfang dieses Teleskops hat man ungefähr 100 Gamma-Blitze gekannt in Katalogen. Ich habe gezählt, man hatte damals 135 Theorien für die Gamma-Blitze. heute ist besser, denn ja, hier sehen Sie ein Histogramm der Dauer dieser Gamma-Blitze. Das sind die sogenannten lange Blitze. Es gibt also mehr, 3 bis 4-mal mehr lange Blitze. Das sind die kurzen Blitze bis etwa 2 Sekunden. Ist durch neuere Experimente bestätigt worden. Das Neueste, was oben ist, ist der Fermi-Satellit und der SWIFT-Satellit. Die haben all das bestätigt. Also das war durchaus richtig, das sieht man hier, das will ich jetzt nicht diskutieren.
Welche Modelle haben sich durchgesetzt von diesen 135? Es sind genau zwei. Nämlich ein Modell für die langen Blitze, und da denkt man sich heute, dass das zu tun hat mit der Supernova von sehr massereichen Sternen, die auch schnell rotieren, dann ein schwarzes Loch produzieren und dann um das schwarze Loch auch eine Akkretionsscheibe. Das ist eine schematische Darstellung, in Wahrheit sieht es viel komplizierter aus. Die lassen wir mal weg, denn die machen praktisch keine Gravitationswellen. Die normale Supernova macht sehr wenig Gravitationswellen, die ist relativ symmetrisch, deswegen kommt da nicht viel raus. Die sind für die Gravitationswellen nicht interessant, aber diese Seite ist interessant. Die kurzen Blitze hat man postuliert, hängen zusammen mit dem Verschmelzen von zwei Neutronensternen. Wie schwarze Löcher werden die Bahnen immer enger und schließlich verschmelzen sie. Und dann bildet sich, weil Material ausgeworfen wird in diesem Verschmelzungsprozess, auch eine Akkretionsscheibe, wahrscheinlich um ein rotierendes schwarzes Loch. Interessant ist, es muss auch Systeme geben mit Neutronenstern und schwarzem Loch. Es gibt keinen Grund, warum es die nicht gibt aus der Sternentwicklung. Bisher nicht gesehen. Also da ist noch Neuland für Advanced LIGO. In den nächsten Jahren diese Systeme auch zu finden. Die würden wahrscheinlich immer sowas produzieren. Wie kriegt man jetzt den Gamma-Burst? Ja, die Idee ist, es hat mit Jets zu tun. Es muss jetzt über Magnetfelder und so weiter, muss ein Jet hier gebildet werden. Und das bedeutet, dass also die Gammastrahlung gerichtet ist und damit also nicht jeder Merger Gammastrahlung erzeugt. Wie viele von den Mergern tatsächlich Gammastrahlung machen, hängt von der Öffnung dieses Jets ab. Schätzungen gehen dahin, etwa 10-mal mehr, das heißt nur jede Zehnte macht einen Gamma-Burst gleichzeitig. Dann, ich habe gelesen einen Vortrag von einem Experten, der hat gesagt, LIGO muss 50 Merger, Neutronenstern-Merger beobachten, bis er einen sieht mit Gamma-Burst. Pustekuchen, der Ester hat schon Gamma-Burst gezeigt. Also, da ist vielleicht was falsch oder die Statistik hat zugeschlagen. Je nachdem. Gut. Nun, dass es diese Systeme gibt, wissen wir, nämlich von Hals und Taylor, die gezeigt haben, dass dieses System Pulsar 1913 plus 16, das ist ein Doppelneutronensternsystem mit einem Pulsar, dass dieses System immer enger wird durch Abstrahlung von Gravitationswellen. Das ist schon lange bekannt. Inzwischen haben wir, wie gesagt, ungefähr 10 solche Systeme. Es ist also bekannt, dass es diese Systeme geben muss. Das heißt, die müssen irgendwann zusammengehen. Die Zeit, die dieses System, also die Periode ist 7,5 Stunden bei diesem System, also die Bahn ist so ungefähr ein Sonnenradius, das ist ein sehr enges System schon, und das dauert 300 Millionen Jahre, dann wird es verschmelzen. Also die verschmelzen alle innerhalb eben der Hubble-Zeit. Daraus kann man versuchen natürlich Raten abzuschätzen, da will ich jetzt nicht eingehen, denn die liegen meistens daneben und wir müssen warten, bis LIGO die Raten gemessen hat, würde ich mal sagen. Ja, was passiert dabei? Ich habe am Anfang ein Video gezeigt, die beiden Neutronensterne kommen sich immer näher. Es gibt dann Gezeitenkräfte, die in dieser Richtung wirken, aber auch hier Material in Gezeitenschweifen wegwerfen, so wie in Galaxienkollisionen, sodass also das Ganze umgeben ist noch von Material. Und das Signal sollte eigentlich, und das ist eine Rechnung hier von Rezzola in Frankfurt, das Signal sollte also komplizierter sein wie das Gravitationswellensignal bei Schwarzlochmergern. Man hat natürlich wieder dieses Zusammenspiralieren hier. Hier ist die Zeit, hier ist die Amplitude jetzt für ein Objekt, das 50 Megaparsec weg ist. Dann kommt der Merger. Und dann bildet sich aber so ein Balken von Neutronensternen, also es bildet diese zwei Neutronensterne bilden eine Art Balken. Und dieser Balken rotiert sehr schnell, Millisekundenperioden.
Ne? Wahnsinn, das geht das zur Sache da. Und ein Balken ist optimal für Gravitationswellenabstrahlung, müsste also viel Gravitationswellen kommen, allerdings nur so 20, 30 Millisekunden lang. Und dann bremst er sozusagen ab und dann muss er ein schwarzes Loch machen. Dann kann er nicht mehr stabil sein, weil der resultierende Neutronenstern eben oberhalb von der kritischen Masse, in diesem Fall von zwei Sonnenmassen, dann liegt. Hat man das beobachtet? Nein. Der Grund ist der, ich zeige mal, was man beobachtet hat. Also das war die Pressekonferenz, die am 16. Oktober stattfand. Können Sie im Netz also zuhören hier unter YouTube. Das ist die Publikation, die dazu gehört, die in FIS-Reflektor herausgekommen ist von den LIGO-Leuten, also eine große Kollaboration. Da stehen auch die Massen drin und so weiter. Das ist dieses Spektrogramm von Hanford und Livingston. Sie sehen, wie schwach das Signal ist. Also es war so am Rande des Machbaren. Ob Sie das mir jetzt noch glauben oder nicht, das ist Ihnen überlassen. Aber hier sehen Sie den Chirp, der jetzt viel länger dauert, denn die Neutronensterne sind kleiner. Damit können die länger zusammenspiralieren. Das kann man also nicht nur über eine Sekunde, sondern das kann man sozusagen Minuten vorher schon beobachten. Und das war auch der Fall. Das ist das Signal hier im zweiten Detektor und das Signal im dritten Detektor in Virgo ist leider sehr schwach, aber man kann es noch einigermaßen sehen. Das Interessante war dann, dass nach dem Mergen knapp 1,7 Sekunden später ein Gamma-Burst kam. 1,7 Sekunden, und zwar ein kurzer Gamma-Burst, der also nur knapp 2 Sekunden gedauert hat. Der ist mit dem Fermi-Satelliten gesehen worden, mit dem Integral-Satelliten der Europäer. Aus dem Merger-Prozess kann man die Massen eruieren. Das sind normale Massen. Hier sehen Sie diese Neutronensternmassen zwischen 1 und 2 Sonnenmassen. Das sind die Massen, die noch fehlerbehaftet sind aus der Messung. Und man weiß aber nicht, was jetzt zurückgeblieben ist, denn das Nachschwingen konnte man nicht mehr beobachten. Das ist im Rauschen untergegangen. Also ob da ein schwarzes Loch gekommen ist oder nicht, das ist jetzt die Frage. Aber das Interessante ist, da man jetzt drei Detektoren hatte, konnte man die Position am Himmel sehr genau bestimmen. Was heißt sehr genau? Auf 30 Quadratgrad. Das ist viel besser wie LIGO allein. Sie sehen hier die Unsicherheit der Position am Himmel, wenn man nur LIGO hat. Wenn man jetzt also Virgo dazu nimmt, dann wird die also, Entschuldigung, das ist die Unsicherheit in LIGO, wenn man Virgo dazu nimmt, wird es also besser. Und das ist die Lokalisierung des Gamma-Bursts mit Fermi. Die ist natürlich auch nicht optimal, also sie hat auch eine gewisse Unsicherheit, aber sie haben eine Überlappung. Und damit kam die ganze Maschine der Observatorien in Gang. Nämlich 70 Teleskope wurden angeworfen, um erstens herauszufinden, welche Galaxie ist dahinter in 30 Quadratgrad? Und wie machen Sie das? Sie stellen so eine Liste auf, erste, zweite, dritte, wahrscheinlichste, und der dritte war es schon. Sie haben dann als dritten hier die Galaxie NGC 4943, eine bekannte Galaxie in 130 Millionen Lichtjahren Entfernung gesehen. Und man hat gesehen, dass hier jetzt ein optischer Flash kommt. Das ist mit dem Swope-Teleskop gemacht worden hier in Chile, aber viele andere Teleskope haben das dann auch bestätigt. Es hat ungefähr, ich glaube, 10 Stunden gedauert. Also das Vorgehen ist so, wenn LIGO so ein Signal sieht, dann geht also eine Nachricht sofort an die Observatorien und die Observatorien versuchen dann, nachdem diese Position festgelegt, das hat auch noch mal ein bisschen gedauert, ein paar Stunden, glaube ich, bis sie das hatten mit den Fermi-Leuten zusammen. Und dann haben sie auch diese Position gehabt und dann können die Astronomen loslegen, die optischen Astronomen. Und sie haben dieses Nachglühen gefunden. Das ist dann sogenannte Kilonova, wie man das jetzt nennt.
Kilonova bedeutet heller wie eine Nova, aber nicht so hell wie Supernova. Kilo heißt 1000, also die Leuchtkraft ist ungefähr Faktor 1000 größer. Die Frage, warum soll es sowas geben, da haben die Theoretiker schon Jahre vorher spekuliert. Diese kurzen Gamma-Bursts sollten eigentlich eben so eine Kilonova erzeugen, dadurch, dass Material hier ausgeworfen wird, und zwar so mit 10-20% Lichtgeschwindigkeit. Das Neutronenstern-Material, also das sind Neutronen oder schwere Kerne. Die Neutronen rauschen in diese schweren Kerne, machen R-Prozesse, also Rapid Anlagerung von Neutronen, und damit werden also noch schwerere Kerne erzeugt, insbesondere etwa seltene Erden oder wie es immer hieß jetzt am Fernsehen, Gold ist dort erzeugt. Gold und Platin ist erzeugt worden. Ja. Das sollte also genau hier passieren von dem Material, was hier ausgeworfen wird. Und dieses Material strahlt natürlich isotrop. Und die radioaktiven Prozesse, also wenn dann die Beta-Prozesse in Gang kommen, dann heizen die das Material auf. Und man sollte also dann eben entsprechend eine Lichtkurve sehen. Und das will ich vielleicht zum Abschluss noch kurz zeigen. Das ist die Kilonova. Hier haben Sie die Helligkeit als Funktion der Zeit in Tagen nach dem Merger. Null heißt also Merger. Kurz danach, ungefähr 10 Stunden, haben wir also die erste Flash gesehen. Und man sieht dann über die nächsten Tage, wie die Nova also abklingt und immer röter wird. Also sie wird immer kühler. Das ist eine wunderbare Analyse hier von den Leuten, die das in Chile gemacht haben, die also zeigen, am Anfang hat man ein blaues Spektrum gehabt mit Temperaturen um 10.000 Grad und das wird dann über die Tage immer kühler und geht dann schließlich ins Infrarote, ist nur noch im Infraroten sichtbar mit etwa 2.000 Grad. Das waren Spekulationen viel früher schon, theoretisch, aber es war bisher nur bei einem kurzen Burster möglich gewesen, sowas zu sehen. Es war also, dieser Zusammenhang war nicht klar, es waren theoretische Spekulationen sozusagen. Ja, damit möchte ich eigentlich hier aufhören und kurz Ausblicke zeigen. Die Zukunft ist rosig. Also erstens mal hatte ich das Glück, eben in 40 Jahren, 30 Jahren Forschungstätigkeit wirklich eine Wahnsinnsentwicklung zu sehen in diesen kompakten Objekten. Viele dieser Sachen haben Einstein natürlich wieder bestätigt. Die Gravitationswellen hat er vorausgesagt, die sind gefunden worden. Und das eröffnet jetzt die Möglichkeit, eben mit Gravitationswellen auch Astronomie zu machen. Das ist die sogenannte Gravitationswellen-Astronomie. LIGO schläft jetzt für ein Jahr, wird verbessert und soll dann mit neuer Power in einem Jahr wieder kommen und ungefähr im Faktor 2 besser werden. Das bedeutet im Volumen Faktor 8 und damit hat man 8-mal mehr Ereignisse zu erwarten dann. Das ist noch nicht der Endausbau, also der Endausbau wird noch dauern. Das lasse ich mal so stehen, das ist die ferne Zukunft. Es sollen dann neue Observatorien gebaut werden, so Richtung 30er Jahre, die dann das ganze Universum überblicken in Gravitationswellen. Das ist das Ziel von diesem Gebiet. Ja, damit möchte ich Sie jetzt also nicht mehr weiter stressen. Dankeschön. Und ich glaube, es ist niemand böse, dass es etwas länger gedauert hat heute, denn gerade diese ganz neuen Entwicklungen waren sehr spannend für uns auch hier nochmal von einem Experten hier vorgestellt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es Fragen dazu gibt. Bitte schön. Nur eine Frage zu den exakten Lösungen. Sowohl Schwarzschild wie auch Kerr sind ja nur definiert in asymptotisch flachen, leeren Räumen.
Also wenn jetzt Materie dicht dabei ist, wie im Doppelstern, wie genau weiß man, wie die Horizonte sich verformen oder da die Deformation ist? Da gibt es wohl, ja, danke für die Frage, es gibt neuere Arbeiten, die ich selber aber noch nicht studiert habe, die genau dieser Frage nachgehen. Also wie weit kann ich jetzt zum Beispiel das No-Hair-Theorem, ja, das funktioniert da zunächst mal nur so, dass ich eben annehme, da ist keine Materie weiter. Wie weit kann ich das jetzt auf solche realistische Doppelsternsysteme erweitern? Und das ist offenbar gelungen, sowas zu machen. Ja. Aber das wird im Prinzip zeigen das nur die Simulation. Denn ich glaube, analytisch ist es sehr schwierig, da voranzukommen mit Materie. Also mit Materie kann man leider Einstein nur noch auf dem Computer lösen. Alle diese Zeitkurven, die Sie gesehen haben, das sind Computerlösungen. Also analytisch kann man beim Einspiralieren noch sehr viel machen. Das geht post-post-newtonisch, also noch perfekt. Aber das Mergen, soviel ich weiß, ist schon schwierig, das noch analytisch zu machen. Das Abklingen kann man auch analytisch machen. Ja, da gibt es auch viele Leute, die darauf gearbeitet haben, auf diesen Eigenmoden des schwarzen Lochs. Aber der ganze Zusammenhang heißt mit Materie, also insbesondere für Neutronensterne, Horror. Da haben wir eigentlich keine Simulationen, die so realistisch sind, dass sie auch Magnetfelder mitnehmen, dass sie die Paare mitnehmen, dass sie die Neutrino-Kühlung mitnehmen vom Neutronensternmaterial und so weiter. Das ist Zukunft. Das ist, aber es ist möglich. Die Gleichungen sind da. Die Computer auch. Ja, das ist eine andere Richtung. Danke für die Nachfrage. Die Satelliten sind genau dafür da, diese seismische Grenze zu überwinden von 10 Hertz. Ja, also auf der Erde kommen sie nicht, im Augenblick nicht unter 20, 30 Hertz. Gibt dann noch Tricks, die Japaner versuchen da noch ein bisschen zu drücken, um auf 10 Hertz zu kommen. Aber wesentlich drunter kommen sie nicht. Dann müssen sie in den Weltraum gehen. Also wenn sie Millihertz Gravitationswellen messen wollen, die jetzt vom Zusammengehen von zwei supermassereichen schwarzen Löchern kommen, dann haben die Frequenzen im Millihertz-Bereich, da müssen sie in den Weltraum gehen. Das ist das LISA-Projekt, das zunächst mit der NASA kam und ESA zusammen. Die NASA hat sich dann zurückgezogen, aus naheliegendem Grund, die haben immer Budgetkürzungen. Und Herr Danzmann hat mit der ESA das ja weiterentwickelt. Es gab dann das ELISA und jetzt ist LISA wieder auferstanden, ist von der ESA bewilligt, also finanziert, es wird gebaut. Da haben sie dann um die 100, sagen wir 10 Millionen, 1 bis 10 Millionen Kilometer Basislänge für den Laser im Weltraum. Und dann machen sie ein Dreieck. Jetzt nicht ein L, also sie bauen kein Fabry-Perot, sondern sie machen ein Dreieck, also mit drei Testmasten sozusagen und entsprechende Laser und messen dann die Abstände dieser freifliegenden Testmasten. Das ist das LISA-Projekt, Plan 2034, wenn ich das richtig im Kopf habe, steht im Proposal drin, aber ob das 2034 also dann kommt, wissen wir nicht. Da kann man also das Einspiralieren messen, wie wir gesehen haben, zum Beispiel von stellaren Löchern, ja, die dann so Bahnperioden von Minuten haben. Also die sind schon relativ nah gekommen. Ne? Da kann man die messen und das Zusammenfallen von supermassereichen schwarzen Löchern im Bereich etwa von einer Million Sonnenmassen. Die soll es zuhauf geben im frühen Universum. Also im frühen Universum entstehen diese Löcher. Wie? Weiß eigentlich noch keiner so richtig, aber sie sind da. Sie sind einfach da. Und da gibt es auch Galaxienkollisionen, damit kommen auch diese Löcher zusammen. Ne? Das ist Zukunft, also Zukunft. In den Observatoren von Herrn Danzmann hat man noch nichts gesehen bisher. Ach so, Sie meinen das GEO 600. Ja, das GEO 600 habe ich jetzt etwas verschluckt, Entschuldigung. Wie der Name sagt, 600 sind nur 600 Meter für die Armlänge
Und damit ist die Empfindlichkeit leider zu gering, um diese Wellen zu sehen. Ja. Die sind also unter der Rauschgrenze sozusagen. Wenn ein relativ nahes Ereignis kommt, dann würde das auch sehen. Ja. Die sind schon am Laufen, aber wie gesagt, wenn man die Empfindlichkeitskurven anguckt, dann sieht man, sie sind drüber. Ne. Also trotzdem, vielleicht sollte man das erwähnen, Tanzmanns in der Fluorometer spielt schon eine Rolle, auch für diese Geschichte hier und für LIGO, denn einiges von der Technik, die ja. LIGO benutzt, wurde in Hannover entwickelt. Ja, die Laser sind in Hannover entwickelt worden, die Laser werden auf der ganzen Welt, der gibt er dann eben, vielleicht kann ich das kurz einblenden. Hier, das ist die Zukunft, hier haben wir Weltkarte mit den beiden LIGO-Detektoren, hier ist GEO 600, da ist Virgo, das läuft, ja, dieser Teil läuft, die Japaner sind am Bauen, das kennen die Teilchenphysiker, in der Höhle von Kamioka, in der Mine von Kamioka, wo Super Kamiokande steht, wo andere Detektoren stehen. Dort haben sie zwei Tunnel gegraben, 3 Kilometer lang, und bauen so ein L-Interferometer, das auch noch gekühlt wird. Das ist das Neue. Die Aufhängung, der Spiegel und so weiter, das wird alles noch gekühlt. Damit können sie das Rauschen noch mal ein bisschen, thermisches Rauschen zum Beispiel, unterdrücken. Das Interferometer steht, ich habe jetzt hier kein Bild, normalerweise zeige ich noch Bilder. Man sieht also, die Vakuumröhren sind da. Ohne Kühlung ist es gelaufen und Tests mit Kühlung werden nächstes Jahr gemacht. Und die Japaner sagen, 2020 werden sie in Betrieb gehen. Dann haben wir in der Tat also 4 Positionen. Das ist ein bisschen schlecht, denn die liegen auf einer Breite. Für die Triangulation, also die Positionsbestimmung, ist es leider schlecht. Besser wäre, ein Dreieck zu haben bis zur Antarktis. Das LIGO India kommt dann, das ist etwa in 5-6 Jahren wahrscheinlich aufgebaut. Das ein Detektor, den die LIGO-Leute hier auch noch hatten, mit 2 Kilometer Armlänge, den haben sie den Indern jetzt vermacht. Und die Inder bauen das auf, das ist das LIGO India. Das ist im Aufbau. Zeitdauer 5-6 Jahre bis das auch. Und dann haben wir eine etwas bessere Triangulation, wie man hier sieht. Besser wäre hier unten eins. Ne? Ja, genau. Ich kann es doch nicht lassen, eine ganz laienhafte Frage zu der dichten Hülle des Schwarzen Lochs zu stellen. Das Schwarze Loch hat eine Masse, das hat einen Radius, da würde ich Können Sie machen, ja. Ist nicht verboten, aber es ist nicht das Schwarze Loch. Nach Definition ist der Energieimpulstensor im gesamten Raum null. Es ist eine Vakuumlösung. Also die Kerrlösung, wenn Sie die Kerrlösung den Einstein-Tensor ausrechnen, ja, oder den Ricci-Tensor. Sie nehmen die Kerrlösung, rechnen den Ricci-Tensor aus, viel Spaß. Es ist kompliziert, aber es geht. Dann kriegen Sie null. Ja, so würde ich es aber auch nicht rechnen. Haben Sie natürlich recht, aber wenn Sie wissen wollen, ob der Energieimpulstensor null ist, müssen Sie es rechnen. Die Baryonenzahlerhaltung ist nicht verletzt. Da gibt es immer noch Streit drüber. Was passiert eigentlich mit der Materie? Ja, das Schwarze Loch bildet sich schon aus Materie. Sie haben, sagen wir, 10 Sonnenmassen, die da zusammenrauschen, zuerst so einen supermassereichen Neutronenstern bilden mit Quark-Gluon-Plasma drin. Ja. Sie haben also eine Phasentransformation. Dann geht das weiter zusammen. Es geht immer weiter zusammen. Schließlich werden auch diese Quarks in irgendwas zerlegt. Ich weiß nicht in was. Und dann ist die Frage, die Einstein uns nicht beantwortet, was geschieht mit denen? Denn am Schluss sind sie nicht mehr da. Sie müssen sich das vorstellen, wie ich sage immer, dass das Inverse der Inflation. Die Inflation macht genau das Umgekehrte. Aus Energie des Skalarfeldes wird Quark-Gluon-Plasma gemacht. Wie? Boah, die Vorschläge, aber so genau weiß man es auch nicht so viel. Ich weiß. Ja, wenn Sie das jetzt rückwärts laufen
lassen, dann machen Sie genau die inverse Inflation. Aus der Quark-Gluon-Materie plus Elektron und so weiter wird irgendwas. Und am Schluss haben Sie aber nur Geometrie. Es wird Geometrie. Und das ist auch im Urknall so. Der Urknall ist Geometrie. Und aus Geometrie wird Materie. Aber wie das geht, das hat uns Einstein verschwiegen. Leider. Ich will einen Satz dazu sagen. Ich ja? glaube schon, dass die Information verloren geht, weil wenn etwa ein schwarzes Loch sich über Hawking-Strahlung dann zerlegt, dann ist keine Information über die Baryonen oder aus der Evolutionsgeschichte mehr vorhanden. Also dann ist die Information tatsächlich vernichtet. Ja. Also das ist auch ein großes Problem, aber wahrscheinlich funktioniert ein schwarzes Loch anders. Es gibt keine Singularität im schwarzen Loch. Das ist eine andere Sache. Aber das Interessante ist, das kann man rausfinden. Wenn die LIGO-Leute besser werden, die Empfindlichkeit, das Signal-zu-Rausch-Verhältnis besser wird in den Detektoren, dann können sie das abschwingen. Genauer beobachten und Sie können tatsächlich dann auch dieses Abschwingen relevant vermessen. Und da wird sich zeigen, ob da irgendwas anderes passiert. Also dieses Abschwingen hier ist nach dem klassischen schwarzen Loch, wo ich eben tatsächlich eine Singularität da drin erzeuge. Wenn da keine Singularität erzeugt wird, durch Quanteneffekt oder irgendwas, dann kann dieses Abschwingen komplizierter aussehen. Es kann zum Beispiel einen Nachhall geben, in dem Gravitationswellen im Inneren reflektiert werden und dann später rauskommen. Dann kriegen Sie einen kleinen Nachhall. Ja. Das ist im Augenblick nicht möglich zu messen, weil das alles im Rauschen untergeht. Wenn sowas gemessen würde, dann Revolution. Okay. Zweite Frage. Ja, ich glaube, übrigens. ja, es war meine Absicht, auch ein bisschen Unsicherheit zu sehen. Ja. Es gibt keine Pläne, LIGO zu verlängern noch. Oder? Wie meinen Sie, verlängern? Na, statt 4 Kilometer, 8 Kilometer. Nee, es gibt Pläne, also es gibt ein Memorandum von der LIGO-Kollaboration LSC. Das letztes Jahr verfasst worden ist, da wird jetzt aus dem Advanced LIGO wird das A-Plus LIGO ungefähr 2025, also es wird nochmal verbessert. Die Spiegel werden nochmal schwerer, also nur dazu, bei LIGO waren die Spiegel ursprünglich 10 Kilo, jetzt sind sie 40 Kilogramm Quarzglas und die sollen auf 80 Kilogramm, damit die Trägheit noch größer wird und damit das Rauschen eben kleiner wird. Das ist das sogenannte A plus 2025 und dann soll LIGO sozusagen die endgültige, das endgültige Signal zu Rauschverhältnis erhalten im sogenannten Voyager. Die Amerikaner vergeben immer so Namen. Ne? Im Voyager-Projekt, das dann anschließend kommt und dann ist Schluss. Besser geht's nicht mehr. Haben sie ausgerechnet und dann soll ein neues Observatorium gebaut werden, das sogenannte Cosmic Explorer, das ist das hier. Ja, das ist das gelbe, die gelbe Empfindlichkeitskurve, da sieht man dann bis zur Rotverschiebung von 100, können Sie alle Merger sehen. Analog hat Europa das Projekt ET, das Sie ja wahrscheinlich gut kennen, das Einstein-Teleskop, das vor Jahren schon auf dem Reißbrett entwickelt worden ist. Bei ET werden sollen Dreiecke gebaut werden im Untergrund, 100 Meter unter dem Boden, also wie LHC sozusagen, aber dann 10 Kilometer lange Strecken, die in einem Dreieck verbunden werden, und dort dann diese Interferometer aufgebaut werden. Wie das Projekt heute steht, weiß ich nicht. Also ich habe nicht viel gehört von ET, von Weiterentwicklung. Aber ich denke, dadurch, dass die Amerikaner jetzt dieses Cosmic Explorer propagieren, wird Europa auch wieder wach und dann vielleicht sowas machen. Das ist die
sozusagen die ferne Zukunft. Alles in den 30er Jahren, also das ist ab 30er Jahren dann. Also LIGO wird nicht länger gemacht mit der Armlänge, sondern dann ein neues Observatorium. Wo sie das bauen, das weiß ich nicht. Also das steht wahrscheinlich auch nicht fest, nehme ich mal an. Auch das IT steht nicht fest, ja, wo man das macht. Der Grund, warum man unter den Boden geht, das Rauschen wird besser. Das seismische Rauschen können Sie da etwas unterdrücken. Ne? Das ist der Grund. Das ist natürlich auch teurer, klar. Okay, das ist die ferne Zukunft sozusagen. Rotverschiebung 100 ist insofern der praktisch der Wert, zu dem es überhaupt Sinn macht zu gehen. Denn bei größeren Rotverschiebungen gibt es nach dem, was wir heute wissen, weder schwarze Löcher noch Neutronenstern, was die Quelle liefern könnte. Also Sie sehen hier, das ist A-LIGO, jetzt Advanced LIGO, allerdings im Endausbau, also nicht im jetzigen Zustand. Und je höher die Masse, also da haben Sie zunächst Neutronenstern-Merger, das sind binary Neutronenstern, dann kommen schwarze Löcher mit Neutronenstern, die haben so einen Bereich von 10 Sonnenmassen, und dann kommen diese schwarzen Löcher, die ich Ihnen gezeigt habe, die dann im Bereich eben von 30, 40 Sonnenmassen sind. Ne? Und das wird immer besser, also Sie können immer tiefer sehen, je größer die Masse. Die Empfindlichkeit oder sogar der Horizontlänge, bis zu der Detektor sieht, geht linear mit der Gesamtmasse. Das kommt aus dieser Formel, die ich Ihnen gezeigt habe. Das geht mit der Masse. Der eine Teil ist die Masse. Das heißt, je größer die Masse ist, umso tiefer sehen Sie ins Universum. Und Sie sehen also, LIGO ist hier, wenn Sie die Neutronensterne heute nehmen, sind Sie da unten. Das ist Z gleich 0,1 sind 400 Megaparsec. Das wäre 0,01, das wären 40 Megaparsec. Das ist genau das, was Sie erreicht haben, denn diese Quelle liegt 40 Megaparsec weg. Also die heutige Quelle ist hier unten. Das wird etwas besser, um Faktor 2, 3, wenn die Empfindlichkeit besser wird, sodass man hier hochkommt. Aber das heutige Ereignis liegt ungefähr in diesem Bereich hier. Also es sieht schon gut aus, dann die schwarzen Löcher, die kriegt man in Hülle und Fülle. Die Leute sagen, das ist ja nicht interessant. Ja, was sehen wir da? Da sehen wir dieses Merger und dann ist Schluss. Es kommt elektromagnetisch nichts. Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Es gab Projekte, ähnlich wie jetzt bei Neutronensternmergern, mit optischen Teleskopen da auch nachzugucken, ob da was kommt. Aber es kam weder optische Strahlung, noch Röntgenstrahlung, noch Gammastrahlung, noch irgendwas anderes, aber heißt nicht, dass es nicht immer so ist. Das könnte ja Materie noch in der Nähe dieser schwarzen Löcher geben. Ja. Okay, nach den optimistischen Aussichten, dann schließen wir die Sitzung. Nochmals ganz herzlichen Dank, Herr Gamsen. Ja, es tut mir leid, dass es jetzt doch so lange gedauert hat.